So, neuer Start. Ich werde mal mich hier hinstellen, gleich Scanner nehmen und scannen. Ein Bioreaktorfragment. Laserschneiderfragment. Ah, jetzt habe ich einen Laserschneider. So. Irgendetwas. Scannerraumfragment. Also das ist echt eine Fundgrube. Kein Wunder, dass da die bösen Fische alle sind. Die bösen Fische? Ja. Die alles bewachen wollen. Das ist ein Metallschrott. Schwimmst du mal? Ich sag ja, die bösen Fische. Die mich alle fressen wollen. Wo ist meine Matte? Ach da. Und weg hier. Dann gucke ich noch mal hier, ob hier was ist. Die 1. Das ist Metallschrott. Nee. Hier ist nicht mehr. Hier sind noch ein paar Steine, Kalkablagerungen. Nehme ich mal mit. Da ist auch noch ein Steinchen. Da auch noch. Und da oben auch. Alle mitnehmen. Da ist bestimmt wieder was Cooles drin. Was ist denn da drin? Blei. Kann ich gut gebrauchen. Was Cooles drin? Was ist denn da drin? Ach, du bist witzig. So. Da muss ich auf jeden Fall wieder so eine Motte, aber ich sehe da hinten was. Zumindest werde ich jetzt nicht angegriffen. Sandstein. Yep. Silbererz. Sieht gut aus. Ja, ist okay. Hier war ich doch gerade, oder? War ich hier nicht? Mann! So. Seemottenfragment. Hey! Ich gehe zur Seemotte und was ist? Ich werde hier angegriffen. Muss man nicht sehen, Mutter. Gut, ich gehe mal von unten ran. Sicher, sicher. Gut, hier war auch nicht mehr drin. Wow, da ist überall was. Gut, jetzt muss ich mal meinen Standort wiederfinden. Da bin ich. Jetzt sind das ein paar Monstern. Aber ich kann endlich mal den Laserschneider machen. Den Laserschneider und Feuerlöscher, wisst ihr ja, brauchen wir ja. Mal gucken. Nee, zeige ich das Grobe. Titan, genau. Wenn man bei Warf das Titan so gut finden würde. Gold. Ich bin reich. Ja, ich nehme mal die ganzen Steinchen hier mit. Man kann das ja mal gebrauchen. Eventuell vielleicht. Inventar voll. Wo habe ich denn?
Jetzt habe ich das hier rausgeworfen, um das hier aufzunehmen. Jetzt ist es verschwunden. Nö, jetzt ist es nicht mehr da. Ist das ein böser Stein? Wo ist meine Seenbotte? Da ist mein Dings. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht mal, wo meine Seenbotte ist. Da. Weil ich brauche nämlich Sauerstoff. Ich darf einfach nicht so weit wegschwimmen. Einfach, das geht einfach nicht mehr. Gut. Steinablagerungen. Nee, die nicht. Ich suche jetzt mal die abgerundeten Steine, die nach was Besseren aussehen. Ja. Wow, ist das eine geile Grafik. Und das ist nur Teil 1 von dem Spiel. Aber auch schon teilweise echt hardcore. Gut, ich bin eigentlich voll. Wie weit bin ich entfernt? Ja, 400 Meter. Ab nach Hause. Aber jetzt wirklich. So. In der Hoffnung, dass ich unterwegs nicht weiter finde. Außer Dinge zum Scannen. Oder irgendwelche Koffer, wo irgendwelche Platten drin sind. Gut. Wow. Ich kann zwei Sachen bauen. Ein Diamant braucht man. Für einen Laserschneider braucht man einen Diamanten. Zwei Stück. Wollen die mich verarschen? Ich habe noch nie einen Diamanten gesehen. Signalboje? Nee, was hatte ich da? Behälter? Ja. Die Tarnbahnen kann ich schon herstellen. Da haben wir auf jeden Fall eine Menge Platz im Inventar. Kabeldraht, Kabelsatz. Gute Frage. Ja, ich kann ja aber auch nicht stapeln. Der Teilschrott fliegt jetzt mal raus. So. Gut, weil da verbraucht man wirklich eine Menge Platz hier. Fasergewebe brauche ich auf jeden Fall. Bin ich froh, dass ich hier im sicheren Gebiet bin. Batterie 0, Batterie 0, 0, 0. Alles beide leere Batterien. Ich würde die aber trotzdem ungern wegwerfen, weil ich nicht weiß, ob man die noch gebrauchen kann. Kabelsatz habe ich doch gemacht. Wenn nicht, brauche ich aber noch einen neuen dazu. Ist dann auch kein Problem. Daran soll es nicht liegen. Mein Signalboje nicht. Kreislauftauchgerät. Spart Sauerstoff beim Tieftauchen, absorbiert Sauerstoff, erzeugt Atemluft. Jetzt bin ich mal gespannt.
wird dann immer durch das Ding hier ausgetauscht. Strahlenschutzhelm. Das heißt, ich muss immer eins von beiden mitnehmen, weil sobald ich diesen Strahlenschutzhelm nicht anhabe, werde ich beleuchtet wie der Weihnachtsbaum. Okay, dann ist das nun mal so. Alles immer dabei haben. Was kann ich hier noch bauen? Um erstmal Rohstoffe loszuwerden. Kabelsatz, nein, ich lasse es lieber noch. Was brauchen wir denn für Batterien? Kupfererz, Säurepilze. Die kann ich nochmal schnell sammeln unten und danach gehe ich erstmal eine kleine Pause. Mit Heilung und so weiter. Ich muss mich jetzt nicht auch gleich hier fertig machen. Ja, nehme ich gleich mal mehr mit. Batterien brauchen wir hier irgendwie immer. Oder ich brauche die immer. Man kann es ja leider nicht zu zweit, also zu weit spielen, das ist irgendwie schade. So, habe ich jetzt drei Batterien. Laserschneider habe ich auf jeden Fall eine Batterie. Mir fehlen die Diamantendinger da, Bundesverdienst da. Das brauche ich dann für so eine. Das werde ich auch noch schnell machen hier. Weil ich brauche Stauraum. Standardtauchflasche. Ja. Gut. Okay, dann habe ich jetzt zwei Sauerstoffflaschen hier drin. Ich muss gerade ein bisschen überlegen. So. Ich überziehe gerade ein bisschen, aber scheiß drauf. Ja. Nee, hier, bitte. Da, das ist schön. Genau. Die Schubkanone. Ich weiß nicht wozu. Das Ding hier. Was kann da rein? Und Batterie. Können hier auch rein. Die Tarnwaren, das ist sowas alles, was wertvoll ist hier. Und ja, gut. Dann Hammer, wo sind denn jetzt die anderen? Total verteilt hier. Hier ist alles voll. Hier passt mal was rein, da mache ich jetzt mal hier die Salzablagerung noch dazu. Und hier, damit mein Inventar mal wieder ein bisschen leerer wird. So, 1, 2, 3, 4. So, leerer geht nicht. Aber in der nächsten Folge kann ich mal schauen, dass ich vielleicht nochmal genug Sachen bekomme für eine zweite Seemotte, falls meine mal den Geist aufgibt. Und ja, muss man mal gucken. Bis dann noch viel Spaß und tschüss!